Also gestern haben wir die sogenannten Winkelfunktionen besprochen. Ich bin Ihnen aber noch etwas Information über den Tangens schuldig geblieben. Heute wollen wir das noch machen. Dann auch gewisse Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen möchte ich Ihnen erklären. Und dann auch die Umkehrfunktionen von den Winkelfunktionen, die sogenannten Arcus-Funktionen. So, nur zur Erinnerung, im Einheitskreis oder irgendein Kreis, bei dem ich mit einer Geraden, die im Winkel Alpha zur X-Achse steht, einen gewissen Winkel abschneide, dann mache ich hier eine gerade Linie herunter, sodass das ein rechter Winkel ist und bezeichne diese beiden Strecken hier, diese hier mit A und diese hier mit B und das nenne ich jetzt R. Der Radius dieses Kreises, A ist diese senkrechte Strecke bis hier und B ist diese waagrechte Strecke. Der Cosinus des Winkels, der Sinus des Winkels, das haben wir gestern gesehen, ist A durch R. Der Cosinus des Winkels ist B durch R. Der Tangens, den hatten wir gestern definiert, aber ich bin dann nicht dazu gekommen, Ihnen zu erzählen, wie der Tangens so ausschaut, was er so anstellt, ist das Verhältnis zwischen A und B. Und der Cotangens, den schreibt man so, Cot, das ist der Kehrwert vom Tangens. So, wie schaut denn der Tangens jetzt aus, wenn ich ihn als Funktion des Winkels aufzeichne? Können Sie sich anhand der Definition hier ganz leicht überlegen, eigentlich, nicht? Schauen wir uns das an. Also, Sie können sich eigentlich viel selber überlegen. Sie müssen nicht wissen, wie der Tangens jetzt ausschaut, wie der Graph des Tangens ausschaut. Sie können sich das ganz leicht überlegen aus der Definition des Tangens. Was hat der Tangens bei 0 für einen Wert zum Beispiel? Bei 0, wenn der Winkel Alpha gleich 0 ist, dann hat die Strecke A was für eine Länge? Die ist auch 0, nicht? Weil dann liege ich mit dieser Geraden genau auf der x-Achse. Also bei 0 habe ich den Wert 0. Und dann lasse ich den Winkel Alpha von 0 aus größer werden. Dann wird auch der Tangens größer. Die Strecke A nähert sich dann 1, wenn ich 90 Grad erreiche, aber gleichzeitig wird B 0. Dann habe ich hier was oben einen 1 hat, aber unten eine Zahl, die gegen 0 geht. Das heißt, das ganze Ding hier wird sehr groß. Und zwar unendlich groß, wenn ich mich Pi halbe näher. Zeichnen wir hier Pi halbe ein. Das soll Pi halbe sein. Die senkrechte Linie geht durch Pi halbe. Also der Tangens wird sowas machen. Der geht hier rauf und divergiert an der Stelle Pi halbe gegen plus unendlich. Was passiert, wenn ich in die negative Richtung gehe? Dann wird die Strecke A, die geht dann runter, also wird negativ. Und wenn ich bei minus Pi halbe ankomme, passiert wieder dasselbe. Da gehe ich gegen minus unendlich. Was passiert, wenn ich Pi halbe jetzt überschreite? Wenn ich Pi halbe überschreite, dann ändert sich das A nicht viel. Das ist immer noch ungefähr 1. Aber das B hier, das wird von einer leicht positiven Zahl, also einer kleinen positiven Zahl, zu einer sehr kleinen negativen Zahl. Das heißt, wenn ich hier auf der Alpha-Achse das Pi halbe überschreite,
hätte, dann gehe ich von minus unendlich, von plus unendlich nach minus unendlich. Und was passiert ist, dann wieder dasselbe. Bei Pi genau habe ich wieder einen Nulldurchgang und dann geht es wieder rauf nach plus unendlich. Und sobald ich das 3Pi halbe überschreite, passiert wieder dasselbe, kommt von unten rauf und so weiter. Wenn ich auf diese Seite gehe, passiert auch dasselbe. Habe ich halt dasselbe in grün. Gut, also das ist jetzt, das ist der Graph des Tanges. Sie sehen, was interessant ist, ist, dass ich hier eine andere Periodizität habe als beim Sinus und beim Cosinus. Sie erinnern sich, beim Sinus und Cosinus hatten wir den Fall, dass der Sinus von x und der Sinus an der Stelle x plus n mal 2pi, dass die gleich sind. Der Sinus ist eine periodische Funktion. Wenn ich ein ganzzahliges Vielfaches von 2pi weitergehe, dann hat der Sinus und auch der Cosinus wieder denselben Wert, weil es einfach dem Fall entspricht, dass ich den Winkel um eine ganze Drehung weiterdrehe. Da ändert sich ja nichts. Ich komme wieder an dieselbe Stelle zurück. Beim Tangens ist es ein bisschen anders und auch beim Kotangens. Beim Tangens und beim Kotangens ist es so, dass es genügt, um eine halbe Drehung weiterzudrehen. Also ich habe hier, es genügt ein Vielfaches von Pi weiterzudrehen. Warum ist das so? Na, wenn ich hier diesen Winkel um Pi weiterdrehe, dann lande ich hier. Jetzt ist die Strecke natürlich genau gleich lang wie diese und diese genau gleich lang wie diese. Habe ich die beiden Strecken. Ich mache es farbig, dann sehen Sie es vielleicht besser. Also diese gelbe da ist gleich lang wie diese gelbe und diese orangene Linie ist gleich lang wie diese orangene Linie. Nur, dass sie beide ein negatives Vorzeichen haben. Aber wenn ich sie durcheinander dividiere, dann hebt sich das negative Vorzeichen auf. Und deswegen hat der Tangens die Periode Pi. Der Sinus und der Cosinus hingegen die Periode 2Pi. Dasselbe gilt natürlich auch für den Cotangens. Cotangens von x ist der, ich schreibe jetzt x anstatt Alpha, aber das ist ja egal, Sie wissen, was gemeint ist. Blöd wäre es nur, wenn ich da x hinschreibe und da Alpha, dann wissen wir nicht, was gemeint ist. Aber wie ich die Variablen nenne, sollte keine Rolle spielen. So, jetzt wissen wir, was der Tangens tut. Der Tangens ist im Unterschied zum Sinus und zum Cosinus, die immer nur zwischen Minus und Plus 1 oszillieren, erreicht der Tangens alle Funktionswerte zwischen Minus und Plus unendlich. Also ist ganz was anderes als der Cosinus und der Sinus, ist aber natürlich auch eine periodische Funktion. Was macht der Cotangens? Das machen wir in Rot jetzt. Der Cotangens, Sie sehen das hier, ist ja definiert als der Kehrwert vom Tangens. Ist genau das Umgekehrte da. Also wissen wir auch schon, was da passiert, wenn der Tangens 0 ist, dann ist der Cotangens 1 durch 0 und das ist einfach eine sehr, sehr große Zahl. Das heißt, wenn ich mich hier an diese Stelle annähere, auf der Seite hat der Cotangens einen sehr großen positiven Wert. Der kommt dann runter und dort, wo der Tangens divergiert, wo der Tangens sehr groß wird, muss natürlich der Cotangens sehr klein werden, weil 1 dividiert durch eine sehr große Zahl ist eine sehr kleine Zahl. Also der muss da durchgehen und bei Pi divergiert er dann gegen minus unendlich. Und hier auf dieser Seite haben wir auch wieder genau dasselbe. Und da passiert wieder dasselbe. Ja. Ein Strich. Immer dort, wo der Tangens 0 ist, ist der Cotangens unendlich und wo der Cotangens 0 ist, ist der Tangens unendlich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Tangens ist doch auf der Seite abzulesen. Wenn der Kreis die x-Achse schneidet, dort wieder hoch. Wenn der Kreis, bitte?
Der Tangens ist doch eine Senkrechte. Ja, so können Sie es auch machen. Ja? Sie können sagen, das ist der Tangens im Einheitskreis. Da sieht man natürlich auch dann, dass das, das ist so. Sie können den Tangens ja auch im Einheitskreis definieren als die Länge dieser Strecke. Und dann müssen dieser wenn a größer ist als pi halbe, dann geht der Radius rüber nach links. Dann sollte der Tangens hier positiv sein, rein nach Zeichnung. Wie geht das? Wie meinen Sie das? Oder den gibt es da gar nicht? Zeigen Sie mal den Radius nach links. Sie meinen es so? Ja. Wo ist da der Tangens? Gibt's nicht. Wo ist der Tangens? Ja, gute Frage. Also, der Tangens. Natürlich gibt es den. Der Tangens, der ist dann negativ. Der Tangens wäre dann in dem Fall, aber ist ein bisschen blöd. Der Tangens wäre dann in dem Fall da unten, aber es ist eigentlich, ja, es ist der Schnittpunkt von dieser Linie mit dieser Geraden. Und diese Linie schneidet diese Gerade dann hier unten. Deswegen kommt er von unten wieder herauf, wenn Sie so wollen. Es gibt es Beziehungen zwischen den, jetzt wissen wir, wie die Winkelfunktionen ausschauen, was sie tut, Sinus, Cosinus, oszilliert zwischen minus 1 und plus 1, Tangens und Cotangens, die gehen rauf und runter zwischen minus und plus unendlich. Natürlich ist auch beim Tangens und beim Cotangens die gesamte x-Achse der Definitionsbereich und jetzt auch die gesamte y-Achse der Wertebereich. Es gibt es Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen und diese Beziehungen, die beruhen im Wesentlichen auf dem Lehrsatz des Pythagoras. Nicht? Im Einheitskreis, da zeichnen wir den Einheitskreis noch einmal hin, oh, Entschuldigung. Im Einheitskreis ist das der Sinus, das hier ist der Sinus des Winkels ist nämlich in x, und das hier ist der Cosinus des Winkels x. Jetzt wissen wir aber, und das sagt uns Pythagoras, jetzt wissen wir aber, dass die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich die Summe des, ist gleich das Quadrat der Hypotenuse. Wie ausgedrückt mit Sinus und Cosinus ist das das Folgende. Ich habe den Sinus von x zum Quadrat plus Cosinus. Man schreibt es oft so, ja, was man damit meint. Wenn ich Sinus Quadrat von x schreibe, dann meine ich eigentlich genau genommen Sinus von x zum Quadrat. Das meine ich mit dieser Schreibweise. Also der Sinus, das Quadrat vom Sinus plus dem Quadrat des Cosinus, diese Strecke zum Quadrat plus diese Strecke zum Quadrat, muss diese Strecke zum Quadrat hier sein. Und diese Strecke hat im Einheitskreis die Länge 1. Also ist das gleich 1. Da stellt mir eine Beziehung her zwischen dem Sinus und dem Cosinus. Ich kann den Cosinus auf die andere Seite hinüberschaufeln und die Wurzel ziehen und dann finde ich, dass der Sinus von x gleich 1 minus dem Cosinus von x zum Quadrat ist. Sie sehen, wenn ich den Sinus weiß, kann ich auch den Cosinus berechnen. Ich kann, wenn ich den Tangens weiß, auch den Sinus des Winkels berechnen. Ich glaube, das ist Tangens x durch Wurzel. Das können Sie sich auch gleich ganz leicht überlegen, wenn Sie von der Definition des Tangens ausgehen, also das ist der Sinus x durch den Cosinus von x. Das haben wir hier hingeschrieben. Dann setzen Sie für den Cosinus von x zum Beispiel ein, ist gleich Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat x.
Und dann formen sie es so lange um, bis sie den Sinus auf einer Seite haben und den Cosinus auf der anderen Seite. Ja? Also sie können beliebig hin und her umformen zwischen den einzelnen Winkelfunktionen. Es gibt noch eine wichtige Formel für die Winkelfunktionen. Und diese Formel betrifft die Summe, die Winkelfunktionen einer Summe von zwei Winkeln. Was ist der Sinus von x plus y? Ich möchte das gern ausdrücken mit Hilfe des Sinus und des Cosinus der Winkel x und y. Es gibt, was man ein Additionstheorem nennt. Und für den Sinus geht das Additionstheorem so, das ist der Sinus von x mal dem Cosinus von y plus dem Sinus von y mal dem Cosinus von x. Es gibt ein analoges Additionstheorem für den Cosinus und das ist der Cosinus von x mal dem Cosinus von y minus dem Sinus von x mal dem Sinus von y. Ich schreibe Ihnen das jetzt einfach hin. Akzeptieren Sie das bitte, aber wenn Sie ein bisschen Geduld haben, im Kapitel über die komplexen Zahlen, ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr, im Kapitel über die komplexen Zahlen, da werden wir mit Hilfe der Eulerschen Formeln diese beiden Beziehungen, diese Additionstheoreme für den Sinus und für den Cosinus auf ganz einfache Art herleiten. Man kann das auch mit geometrischen Überlegungen tun, aber das wollen wir hier jetzt nicht. So, also das waren die trigonometrischen Funktionen, die Winkelfunktionen. Die Winkelfunktionen haben natürlich auch Umkehrfunktionen. Und die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen, das sind die sogenannten Arcus-Funktionen. Und die sind ganz einfach definiert als die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen. Für jede Winkelfunktion gibt es auch eine entsprechende Arcus-Funktion. Warum heißen die Arcus-Funktionen? Bei den Winkelfunktionen berechnen wir aus dem Winkel diese Längen hier. Bei den Arcus-Funktionen wollen wir es umgekehrt machen. Da wollen wir aus diesen Längen die Winkel bestimmen. Und die Winkel sind ja nichts anderes als die Bogenlängen. Und Bogen heißt auf Lateinisch Arcus. Also das sind Funktionen, mit denen wir die Winkel berechnen, die zu einem bestimmten Sinus oder zu einem bestimmten Cosinus dazugehören. Jetzt haben wir aber ein Problem. Schauen wir uns davor den Sinus an. Schauen wir uns den Sinus an. Ich zeichne Ihnen noch einmal den Sinus auf. Wir wissen, bei x gleich 0 hat der Sinus den Wert 0. Sie sehen schon, was das Problem ist, wenn wir diese Funktion invertieren wollen. Das ist der Graph der Sinusfunktion. Wenn ich jetzt aus dem y-Wert den x-Wert berechnen will, nämlich aus dem Sinus den Winkel, der zu diesem Sinus geführt hat, habe ich natürlich ein Eindeutigkeitsproblem. Welche x-Werte passen denn zu dem y-Wert? Da gibt es mehrere. Da gibt es diesen x-Wert, nennen wir ihn x1, da gibt es diesen x-Wert, nennen wir ihn x2 und so weiter und so fort. Das geht ja da immer ewig so weiter. Hier hätten Sie noch zwei x-Werte, die zum gleichen y-Wert führen. Welchen nehme ich jetzt? Also hier müssen wir uns wieder damit behelfen, dass wir den Definitionsbereich des Sinus entsprechend einschränken und die Konvention ist, dass wir nur diesen Teil hier betrachten, der x-Achse. Was soll ich machen? Mal sehen. Rot. Ich betrachte hier nur diesen Teil der x-Achse zwischen minus b halbe und plus b halbe. Und in dem Bereich ist der Sinus, haben wir dieses Problem nicht. Ich schaue mir praktisch nur diesen Ast hier an. Ich schaue nur diesen Ast hier an. Und für diesen Teil kann ich immer sagen, aha, dieser y-Wert,
der bringt mir der gehört zu diesem x-Wert und dieser y-Wert, der gehört zu dem. Also in dem Bereich, wir haben jetzt sozusagen durch Einschränkung des Definitionsbereichs die Sinusfunktion zu einer streng monoton steigenden Funktion gemacht. Nicht? Und somit kann ich die Umkehrfunktion des Sinus bilden und die Umkehrfunktion des Sinus, das heißt die Arcosinusfunktion. Man schreibt das so, Arcosinus von x. Also y ist gleich Arcosinus von x. Das ist gleichbedeutend damit, dass der Sinus von y gleich x ist. Also ich suche jene Zahl x, hier ist es die Zahl y, ich suche jene Zahl, die ich als Argument für den Sinus nehmen muss, damit das Argument des Arcosinus herauskommt. Das ist einfach die Umkehrung der Sinusfunktion. Andere Schreibweisen, die Sie sicher finden werden, ist Asin von x, aber auch Sinus hoch minus 1 von x als Umkehrfunktion sozusagen. Das ist eine Schreibweise, die empfehle ich nicht sehr, weil sowas könnte man auch interpretieren als 1 durch Sinus x. Ja. So nach dieser Schreibweise, die ich hier verwendet habe, wenn man das weiterführt, würde man sagen, okay, das ist 1 durch Sinus x. Was hier gemeint ist, ist der Arcosinus. Und wie schaut der Arcosinus jetzt aus? Wenn wir wissen, wie der Sinus ausschaut und ihn passend eingeschränkt haben, können wir uns auch überlegen, wie der Arcosinus ausschaut. Dann machen wir das. Also Sie wissen, Umkehrfunktion und Funktion vertauschen Definitions- und Wertebereich. Also wenn der Wertebereich des Sinus von minus 1 bis plus 1 geht, dann bedeutet das, dass das der Definitionsbereich des Arcosinus ist. Also wenn ich den Arcosinus mir anschaue, dann ist er nur im Bereich minus 1 bis plus 1 definiert. Wie schaut es denn mit dem Wertebereich des Sinus aus? Das ist der Wertebereich des Arcosinus. Das ist der Definitionsbereich vom Sinus. Und der Definitionsbereich vom Sinus, auf den wir uns hier geeinigt haben, der geht von minus pi halbe bis plus pi halbe. Also geht der Wertebereich vom Arcosinus von minus pi halbe bis plus pi halbe. Dort, wo der Sinus 0 ist, ist natürlich der Arcosinus auch 0. Das heißt, er muss hier durchgehen. Wenn Sie sich das dann genau überlegen, dann merken Sie, dann sehen Sie, der Arcosinus sich so verhält. Und, ja, also das hier ist der Graph des Arcosinus. Mit dem Cosinus haben wir natürlich genau dasselbe Problem, weil auch mit dem Cosinus müssen wir uns auf irgendeinen Teil einigen, weil der Cosinus auch keine monoton steigende oder fallende Funktion ist. Ja. Zeichnen wir uns den Cosinus hier ein. Der Cosinus, der schaut so aus. Ja. Auch hier haben wir dasselbe Problem mit der Eindeutigkeit. Wir können es nicht umkehren, aber wenn wir uns beschränken wieder auf einen gewissen Bereich, nämlich auf den hier, dann wird aus dem Cosinus eine streng monoton fallende Funktion und der Cosinus ist deshalb umkehrbar. Ausschauend tut der Cosinus dann so, der Arcos-Cosinus. Das ist der Graph vom Arcos-Cosinus. Jetzt brauchen wir noch den Arcos-Tangens und den Arcos-Cotangens. Und wie Sie da drüben sehen, ganz links, haben wir auch da ein Eindeutigkeitsproblem, das wir dadurch lösen, dass wir den Definitionsbereich beschränken. Beim Tangens sagen wir
sagen wir einfach, wir beschränken uns auf den Bereich hier. Und beim Kotangens beschränken wir uns auf den Bereich hier von 0 bis Pi. Und wenn wir das tun, heute brechen die Kreiden leicht. Wenn wir das passend tun, dann sehen wir, also der Tangens ist ja eine Funktion, die von minus unendlich bis plus unendlich geht, wenn ich mich auf der x-Achse auch nur um einen endlichen Betrag verschiebe. Wenn Sie sich das überlegen, dann ist der Arcus-Tangens eine Funktion, die bei minus unendlich gleich minus pi halbe ist, dann durch 0 geht und dann gegen pi halbe konvergiert, wenn ich mit x gegen unendlich gehe. Also das ist der Funktionsgraf vom Arcus-Tangens. Wenn Sie einmal eine Funktion brauchen, die ganz links einen konstanten Wert hat und dann in einem kleinen Bereich auf einen positiven Wert übergeht, dann können Sie dafür den Arcus-Tangens benutzen. Der Tangens Hyperbolicus, den wir gleich sehen werden, der hat auch diese Eigenschaft. Der Cotangens, der tut was anderes, wenn wir uns auf diesen Bereich beschränken hier. Auch der Cotangens hat dann als Wertebereich von minus unendlich bis plus unendlich. Der Definitionsbereich geht von 0 bis pi und für die Umkehrfunktion kehre ich das um und kriege dann für den Cotangens eine Funktion, die so ausschaut. Die geht für x gegen unendlich gegen 0, für x gegen minus unendlich geht sie gegen pi und bei 0 ist sie genau pi halbe. Also diese ganzen, die Gestalt dieser Graphen, dieser Funktionsgraphen, die folgen eigentlich ganz einfach aus den Definitionen der Winkelfunktionen und Sie müssen sich nur vergegenwärtigen, dass die Arcus-Funktionen die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen sind und dann können Sie sich leicht überlegen, wie die im Allgemeinen ausschauen. Auf Ihren Taschenrechnern haben Sie sie ja auch alle oben. So, als nächstes möchte ich gern die Hyperbelfunktionen besprechen oder hyperbolischen Funktionen, hyperbolische die hyperbolischen Funktionen heißen hyperbolische Funktionen, weil sie nicht am Einheitskreis definiert sind geometrisch, sondern auf der Einheitshyperbel. Und deswegen heißen sie hyperbolische Funktionen. Ich möchte aber jetzt nicht die geometrische Bedeutung der hyperbolischen Funktionen mit Ihnen besprechen, wenn Sie das interessiert. Das ist im Skriptum erklärt oder in der weiterführenden Literatur. Ich möchte hier die hyperbolischen Funktionen eigentlich nur über die Exponentialfunktion einführen, weil ich denke, dass das viel anschaulicher ist. Und weil Sie sich dann viel leichter überlegen können, wie die hyperbolischen Funktionen, der Sinushyperbolicus, der Cosinushyperbolicus, der Tangenshyperbolicus und der Cotangenshyperbolicus, wie die eigentlich ausschauen, wenn Sie wissen, wie die Exponentialfunktion ausschaut. Also mit Hilfe der Exponentialfunktion sind die hyperbolischen Funktionen einfach definiert als Sinushyperbolicus, das schreibe ich als Sin h, Sinus mit einem h von x, das ist e hoch x, minus e hoch minus x dividiert durch 2. Einfache Definition. Der Cosinus Hyperbolicus von x ist definiert auf dieselbe Weise, aber mit einem Plus. Der Tangens Hyperbolicus, das geht jetzt so weiter wie bei den trigonometrischen Funktionen, das ist der Sinus Hyperbolicus von x dividiert durch den Cosinus Hyperbolicus von x
Und der Cotangens Hyperbolicus von x ist gleich dem Kehrwert vom Tangens Hyperbolicus. Oder das kann ich auch schreiben als e hoch x minus e hoch minus x durch e hoch x plus e hoch minus x. Und das ist gleich e hoch x plus e hoch minus x durch e hoch x minus e hoch minus x. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie die Exponentialfunktion ausschaut, nämlich so, also das e hoch x, wie schaut das aus? Das ist eine Funktion, die sehr stark wächst. Das ist das e hoch x, x, y. Jetzt können wir uns, wenn wir uns daran erinnern, wie die Exponentialfunktion ausschaut, auch ganz leicht überlegen, wie diese hyperbolischen Funktionen ausschauen. Aber fangen wir mit dem Sinushyperbolikus an. Was passiert denn? Also in der Mathematik, auch in der Physik, ist es oft sehr nützlich, sich gewisse Grenzfälle anzuschauen. Was passiert, wenn das Argument einer Funktion sehr groß oder sehr klein wird oder wenn es 0 ist? Also was passiert mit dem Sinushyperbolicus, wenn x gleich 0 ist? Dann habe ich hier e hoch 0, das ist 1, minus e hoch 0, das ist auch 1, also 1 minus 1 durch 2, das ist 0. Weiß ich schon, dass der Sinushyperbolicus durch den Ursprung geht. Was passiert denn, wenn x sehr groß wird? Wenn x sehr groß wird, dann wird e hoch x noch viel stärker groß und e hoch minus x wird sehr klein, weil e hoch minus x schaut so aus. E hoch minus x ist eine Funktion, die so ausschaut. Also e hoch minus x wird für große x-Werte sehr klein. Das heißt, von dem bleibt nichts übrig. Für große x-Werte das Einzige, was übrig bleibt, ist das. Das heißt, für große x-Werte verhält sich die Sinushyperbolikus-Funktion wie die Exponentialfunktion. Wenn ich x sehr negativ werden lasse, dann ist es genau umgekehrt. Dann wird dieser Term groß und dieser Term klein, aber dieser Term hat noch ein negatives Vorzeichen. Und letztlich schaut dann diese Sinushyperbolikus-Funktion so aus. Das ist der Funktionsgraph von der Funktion Sinushyperbolicus. Wächst sehr schnell an für positive x-Werte und fällt sehr stark ab für negative x-Werte. Beim Cosinus ist es anders. Beim Cosinus ist es deswegen anders, weil ich hier ein positives Vorzeichen habe. Für große x-Werte sollte der Cosinushyperbolicus und der Sinushyperbolicus sich gleich verhalten, nicht? Weil da bleibt nur der Teil übrig und der ist oben und unten gleich. Für sehr negative x-Werte ist es umgekehrt, da bleibt nur der Term übrig, der hat aber ein positives Vorzeichen hier. Und deswegen ist auch bei 0 habe ich 1 plus 1, das ist 2 durch 2, ist also 1. Der Cosinushyperbolicus, der geht hier durch 1 durch und schaut so aus. Das ist die sogenannte Kettenlinie, weil der Cosinus Hyperbolicus die Form einer Kette beschreibt, die Sie zwischen zwei fixen Punkten aufhängen. Also wenn Sie ein Seil oder eine Kette hier und hier aufhängen und die Höhe der Kette messen, dann wird die durch die Cosinus Hyperbolicus-Funktion beschrieben. Deswegen nennt man das auch die Kettenlinie. Das nur nebenbei. Ja. Würden sich die zwei theoretisch schneiden? Die zwei schneiden sich nicht. Also. Weil der Cosinus Hyperbolicus ist immer ein bisschen größer als der Sinus Hyperbolicus. Ja? Weil ich hier was ab, wenn Sie jetzt die rechte Seite hier betrachten. Erstens ist der Cosinus Hyperbolicus immer klar, immer positiv, deswegen passiert auf der Seite natürlich kein Schnitt. Aber für positive x-Werte, wenn Sie sich das überlegen, schauen Sie sich einmal die Differenz an zwischen dem Sinus Hyperbolicus und dem Cosinus Hyperbolicus. Ziehen Sie vom Cosinus Hyperbolicus den Sinus Hyperbolicus ab,
dann sehen Sie, dass das e hoch minus x ist. Also es ist immer der Sinus Hyperbolicus, der Cosinus Hyperbolicus, also die Kettenlinie ist immer ein bisschen größer als der Sinus Hyperbolicus. Die Differenz, die wird immer kleiner, als die beiden Kurven konvergieren aufeinander zu, aber schneiden tun sie sich nie. So können Sie das sagen. Das ist das Gleiche, wenn Sie sagen, die berühren sich nie, aber konvergieren auf den gleichen Wert zu. Sie berühren sich immer unendlich. Wie schaut denn der Tangenshyperbolicus aus? Der Tangenshyperbolicus, den können wir uns auch ganz leicht überlegen, weil der Tangenshyperbolicus hat ein besonders einfaches Verhalten für sehr kleine und für sehr große x-Werte. Wenn x sehr groß wird, dann wird der Term sehr klein und der sehr groß, der wird sehr klein und der wird sehr groß. Also können Sie den Term und den Term einmal vergessen. Was übrig bleibt, ist e hoch x durch e hoch x und das ist 1. Also wissen Sie schon, dass wenn x sehr groß wird, dass dann der Tangenshyperbolicus gegen 1 konvergiert, sich dem Wert 1 nähert. Was passiert denn, wenn ich wenn das x gleich 0 ist, dann habe ich da auch 0, weil der Sinus Hyperbolicus 0 ist und der Cosinus Hyperbolicus ist 1. Also 0 durch 1 ist 0, also geht er hier durch. Und wenn ich x negativ werden lasse, dann kann ich die Seite da vergessen, oben und unten. Und übrig bleibt nur das e hoch minus x oben und unten, das ist aber gleich bis auf das Vorzeichen, also konvergiert das gegen minus 1, wenn ich mit x nach minus unendlich gehe. Der Tangenshyperbolicus ist eine Funktion, die so ausschaut. Die geht von minus 1 bis plus 1, wenn ich mit x von minus unendlich nach plus unendlich gehe. Das hier ist der Tangenshyperbolicus von x. Schaut so ähnlich aus wie der Arcus-Tangens, nicht? Eine Funktion, man nennt sowas auch eine sigmoide Funktion, weil das irgendwie so ausschaut wie eine S und von einem Konstant und da für sehr negative Werte von x konstant ist, dann geht es auf eine kontinuierliche Weise nach plus 1 über und dann wird es wieder konstant. So eine Art ausgeschmierte Stufenfunktion, wenn Sie so wollen. Der Cotangens-Hyperbolicus hingegen ist der Kehrwert vom Tangens-Hyperbolicus und deshalb muss auch der Cotangens-Hyperbolicus dort, wo der Tangens-Hyperbolicus gleich 0 ist, divergieren. Nicht? Also hier bin ich gleich 1 und dann dort, wo der Tangens gegen 0 geht, der Tangens-Hyperbolicus muss der Kehrwert, der Cotangens-Hyperbolicus gegen unendlich gehen. Dasselbe passiert hier, aber gegen minus unendlich, weil der Tangenshyperbolicus negativ ist für negative x. Also das ist der Funktionsgraph für die Funktion Cotangenshyperbolicus von x. Es gibt es auch Beziehungen zwischen den einzelnen hyperbolischen Funktionen. Und diese Beziehungen, ich schreibe Ihnen nur ein Beispiel hin, Sinus Hyperbolicus Quadrat von x ist gleich Cosinus Hyperbolicus Quadrat von x minus 1. Sie sehen, das ist eigentlich so ähnlich wie für die trigonometrischen Funktionen, aber da ist es was umgekehrt, weil da ist der Sinus Quadrat x ist gleich dem Cosinus ist gleich 1 minus Cosinus Quadrat x. Das Vorzeichen ist umgekehrt, aber sonst ist es so ähnlich. Und auch diese Beziehungen erlauben mir, auch diese Beziehung hier erlaubt es mir, Beziehungen zwischen anderen hyperbolischen Funktionen abzuleiten. Wenn Sie mir das nicht glauben, ich hoffe, Sie glauben mir das nicht so einfach, dann setzen Sie sich hin und versuchen es einfach abzuleiten aus den Definitionen. Geht ganz leicht. Bei dem Graphen da ganz links, mit dem rechts,
Sind Sie sicher, dass die orange Linie exponentiell minus x ist und nicht minus exponentiell hoch x? Es macht so, das sieht eher wie minus exponentiell x aus. Die orange Linie. Ganz links. Ganz links. Ganz links. Das ist. Sie haben e hoch minus x. Ist es nicht minus e hoch x gilt eher? Sie meinen, das könnte sein minus e hoch x. Nein, das kann es nicht sein, weil wenn das, wenn die weiße Linie hier e hoch x ist, dann wäre der Graph der Funktion minus e hoch x einfach das Negative von dem. Ich müsste es also hier um die x-Achse spiegeln. Das wäre das minus e hoch x. Minus e hoch minus x wäre dann wieder die Spiegelung von e hoch minus x. Minus e hoch minus x. Minus e hoch minus x wird so ausschauen. Minus e hoch minus x. Ich meine, e hoch minus x, wir kennen die Rechenregeln für die Potenz, für die Exponentialfunktion. E hoch minus x ist gleich 1 durch e hoch x. Das stellt die Beziehung her zwischen der Kurve und der Kurve, weil wenn ich den Kehrwert von einer großen Zahl nehme, dann ist es eine kleine Zahl. Wenn ich den Kehrwert von einer kleinen Zahl nehme, dann ist es eine große Zahl. Ja, es gibt auch für die hyperbolischen Funktionen, für die gibt es auch. Ja. Nein. Also, aber man kann den Sinus Hyperbolicus auf der Einheitshyperbel definieren. Ja. Deswegen heißen die Funktionen auch die hyperbolischen Funktionen. Die Einheitshyperbel, ja, ist halt eine Hyperbel, die so drinnen liegt im Koordinatensystem. Und da können Sie die hyperbolischen Funktionen auch geometrisch definieren. Diese Ähnlichkeit zwischen den trigonometrischen und den Hyperbelfunktionen, die geht noch viel weiter. Und wenn wir über die komplexen Zahlen sprechen werden, dann werden Sie sehen, warum das alles so ähnlich ist. Und dann können wir auch die Winkelfunktionen mit Hilfe der Exponentialfunktion definieren, auf eine ganz analoge Weise, wenn wir einen imaginären Exponenten verwenden für die Exponentialfunktion. Ich sage Ihnen das jetzt nur als Ankündigung, aber es gibt wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung zwischen den Winkelfunktionen und den hyperbolischen Funktionen. Ja. Nein, er ist keine Parabel. Er schaut zwar so ähnlich aus wie eine Parabel, aber wächst dann letztlich viel schneller als eine Parabel. Sie können den Cosinus Hyperbolicus hier unten wahrscheinlich ganz gut durch eine Parabel annähern, aber wenn Sie dann zu größeren, also eine Parabel, die hier mit dem Cosinus Hyperbolicus übereinstimmt, für kleine x-Werte, die wird dann so abweichen letztlich vom Cosinus Hyperbolicus. Also das Wachstum ist vom Cosinus Hyperbolicus viel schneller als von einer Parabel. Das sehen Sie schon hier, nicht? Das Wachstum des Cosinus Hyperbolicus ist bestimmt durch die Exponentialfunktion. Und wir haben schon besprochen, dass die Exponentialfunktion schneller wächst als jede beliebige Potenz und natürlich auch der zweiten Potenz dann. Es gibt auch Additionstheoreme für die hyperbolischen Funktionen. Die können Sie sich ganz leicht ableiten aus der Definition. Der Sinus Hyperbolicus einer Summe von x und y ist gleich das Sinus Hyperbolicus von x, ist analog zu den Winkelfunktionen, bis auf eine Ausnahme. Sinus Hyperbolicus von y, Cosinus Hyperbolicus von x und für den Cosinus Hyperbolicus
ist es der Cosinus Hyperbolicus von x, Cosinus Hyperbolicus von y, plus ist jetzt, da ist jetzt ein Plus. Da war bei den Winkelfunktionen ein Minus, beim Cosinus, bei den Hyperbelfunktionen ist ein Plus. Diese Beziehungen, die folgen ganz einfach aus den Definitionen. Sie müssen nur berücksichtigen, dass e hoch x plus y, das ist e hoch x mal e hoch y. Ja. Wie ist das dann bei Sinus h von x minus y? Ist das relevant? Können wir uns überlegen, wenn Sie wollen. Also dann muss ich hier nur ein minus y hinschreiben, nicht? Also das wäre dann der Sinus Hyperbolicus von x plus minus y. Dann kann ich nämlich dasselbe Theorem verwenden. Dann schreibe ich hierher, das ist der Sinus Hyperbolicus von x mal dem Cosinus Hyperbolicus von minus y plus dem Sinus Hyperbolicus von minus y mal dem Cosinus Hyperbolicus von x. Für den Cosinus geht es dann ganz analog, das schreibe ich jetzt nicht hin. Aber hier müssten wir jetzt herausfinden, was ist der Cosinus Hyperbolicus von minus y, wenn wir den Cosinus Hyperbolicus von y kennen. Sehen wir aus der Definition, oder wenn Sie wollen, aus dem Graphen, der Cosinus Hyperbolicus ist eine gerade Funktion, also ist das gleich dem Sinus Hyperbolicus x mal dem Cosinus Hyperbolicus von y. Was ist mit dem Sinus Hyperbolicus? Der Sinus Hyperbolicus ist eine ungerade Funktion. Sehen Sie schon hier. Also kann ich hier den Sinus Hyperbolicus von minus y ersetzen durch den minus Sinus Hyperbolicus von y. Das bringt mir ein negatives Vorzeichen hierher. Und hier können wir jetzt das ersetzen durch Sinus Hyperbolicus von x minus y. Also ich denke, das beantwortet Ihre Frage. Sie können, wenn Sie das Additionstheorem wissen für Plus, für ein positives Vorzeichen hier, sich auch ganz leicht überlegen, wie es ausschaut für ein negatives Vorzeichen hier. Sie müssen nur die Symmetrieeigenschaften ungerade oder gerade der vom Sinus und vom Cosinus Hyperbolicus berücksichtigen. Es gibt auch die Umkehrfunktionen zu den hyperbolischen Funktionen, und diese Umkehrfunktionen der hyperbolischen Funktionen, die nennt man die Area-Funktionen. Der Name Area-Funktionen, der kommt von der Definition der Hyperbelfunktionen auf der Einheitshyperbel, will ich jetzt aber nicht weiter besprechen. Die Area-Funktionen sind einfach die Umkehrfunktionen der Hyperbelfunktionen. Da haben wir beim Sinus Hyperbolicus überhaupt kein Problem mit der Eindeutigkeit. Also die Umkehrfunktion vom Sinus Hyperbolicus ist der Area, schreibt man so, Area Sinus Hyperbolicus, die Namen werden immer länger und komplizierter. Die Umkehrfunktion zum Cosinus Hyperbolicus ist der Area Cosinus Hyperbolicus von x. Die Umkehrfunktion vom Tangens, jetzt wissen Sie schon, wie es weitergeht, ist der Area Tangens Hyperbolicus von x, und vom Cotangens ist es der Area Cotangens Hyperbolicus von x. Wir können uns ganz leicht überlegen, wie diese Funktionen ausschauen müssen. Beim Sinus Hyperbolicus, wie schaut das aus? Das ist eine Funktion, die kommt aus dem Negativen und geht dann ins Positive, also wird es so ausschauen. Das ist der Area Sinus Hyperbolicus
von x mit dem, das geht aber, das wird nicht flach, so wie beim Tangenshyperbolicus, das geht immer weiter. Wie ist es beim Cosinushyperbolicus? Da haben wir ein bisschen ein Eindeutigkeitsproblem, nicht? Wenn wir diese Funktion umkehren wollen, wenn wir da für einen bestimmten y-Wert den x-Wert herausfinden wollen, dann gibt es hier zwei. Wir wollen aber nicht zwei, damit es eine Funktion ist, sondern einen. Und deswegen sagen wir, wir betrachten nur positive Werte von x als Definitionsbereich hier für die Definition vom Cosinushyperbolicus. Das machen wir deswegen, damit wir ihn umkehren können. Und wenn wir das tun, dann kommt sowas heraus. Das wäre dann der Area Cosinushyperbolicus von x. Die Umkehrung vom Cotangenshyperbolicus und vom Tangenshyperbolicus bietet keine Schwierigkeiten bezüglich Eindeutigkeit. Hier kann ich einfach, wenn ich das grafisch darstellen will, das Spiegeln an der 45-Grad-Achse, das will ich Ihnen jetzt, naja, wie schaut denn das? Ja gut. Das ist eine Funktion. Der Area Tangenshyperbolicus schaut irgendwie so aus und der Area Cotangenshyperbolicus schaut halt dann so aus. Ist im Skriptum drinnen, will ich jetzt nicht gesondert besprechen. Sie können diese Area-Funktionen auch analytisch ausdrücken, mit Hilfe der Logarithmusfunktion, zum Beispiel der Area Sinushyperbolicus ist der Logarithmus von x² plus Wurzel aus 1 plus x². Ich glaube, so müsste es sein. X, da habe ich ja x. Aber da habe ich ein x². Sie können diese Formel hier direkt umkehren. Da kommen Sie auf eine quadratische Gleichung, die Sie dann lösen und dann kommen Sie auf das. Aber merken tut man sich sowas eh nicht. Aber wenn man es braucht, dann kann man es ableiten oder nachschauen. Ich sage Ihnen nur, dass es für die Area-Funktionen, da gibt es diese Beziehungen. Die kann man analytisch sehr einfach mit Hilfe. Sie sehen schon, also ist ja eigentlich logisch, nicht? Wenn die Exponentialfunktion im Sinushyperbolicus vorkommt, dann erwartet man, dass die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion, also der Logarithmus, in der Definition von der Umkehrfunktion des Sinushyperbolicus vorkommt und das tut es auch. Das ist jetzt Kapitel 1 gewesen. Sie können kurz durchatmen, aber nicht lang, weil wir machen gleich mit dem zweiten Kapitel weiter. Das sind nämlich die Vektoren. Also in der Physik können wir einige Größen durch sogenannte Skalare beschreiben. Das ist einfach eine Zahl. Zum Beispiel die Temperatur zum Beispiel. Oder der Luftdruck. Der Druck P irgendeiner Substanz. Oder, Masse. Bitte? Masse. Die Masse. Oder ein Volumen. Oder eine Energie. Also das ist einfach eine Zahl. Zum Beispiel ein Joule für die Energie. Oder 100 Kelvin für die Temperatur. Das ist einfach eine Zahl, auch mit einer Einheit natürlich. Sie haben auch noch gesagt, was? Ein Bar für den Druck, ja, das ist einfach eine Zahl. Aber jetzt gibt es in der Physik wichtige Größen. Ja, bitte? Die Zeit ist eigentlich in der Physik meistens ein Parameter, aber ist auch ein skalarer Parameter, hat auch eine Richtung, die wir auch beobachten können in der statistischen Physik, bestimmt die Entropiezunahme, die Richtung der Zeit. Die Zeit ist ein Skalar, wie die anderen Größen, die ich hier hingeschrieben habe, auch. Also das sind skalare Größen und die haben im Unterschied zu den Vektoren
keine Richtung. Es gibt aber andere Größen in der Physik, da genügt es nicht, wenn ich, die kann ich nicht durch eine einzelne Zahl beschreiben. Zum Beispiel eine Geschwindigkeit. Bei einer Geschwindigkeit ist es auch wichtig, in welche Richtung ich mich bewege. Ja? Die Geschwindigkeit ist ein typischer Vektor. Wir bezeichnen Vektoren, das sind Größen mit einem Betrag und mit einer Richtung, mit einem Pfeil über dem Symbol, über dem Namen. In der Literatur, in der gedruckten Literatur, da finden Sie, sind Vektoren auch oft als fett gedruckt, gekennzeichnet, aber oft auch nicht. Also das ist verschieden. Aber eine sehr weit verbreitete Schreibweise für Vektoren ist mit einem kleinen Pfeil oben. Pfeil wird oft so gemacht, aber weil es zum Schreiben einfacher geht, mache ich den Pfeil einfach so. Eine andere Vektorgröße ist zum Beispiel, bitte, die magnetische Feldstärke oder die elektrische Feldstärke oder ganz allgemein, ganz einfach eine Kraft. Ja, wenn ich an irgendeinem Objekt ziehe, dann wird es einen Unterschied machen, in welche Richtung ich ziehe. Die Beschleunigung, wenn ich ein Objekt habe, das einer Gravitationskraft ausgesetzt ist, dann zeigt diese Kraft nach unten oder allgemein gesagt zum Erdmittelpunkt hin. Ja, also das ist auch eine Größe, die hat einen Betrag, kann natürlich unterschiedlich groß sein, diese Kraft. Wenn die Masse im Erdschwerefeld größer ist, dann ist auch die Kraft, die auf sie wirkt, größer. Aber auch die Richtung kann unterschiedlich sein. Das ist was anderes, wenn ich mich in diese Richtung bewege oder in diese Richtung bewege. Also Vektoren sind Größen, die haben einen Betrag und eine Richtung. Und ich kann sie darstellen, jetzt in zwei Dimensionen, durch einen Pfeil, auch in drei Dimensionen, durch einen Pfeil, der eine Länge hat, die dem Betrag entspricht, und eine Richtung. Und das ist einfach die Richtung, in der dieser Pfeil zeigt. Also Vektoren sind für uns hier physikalische Größen oder mathematische Größen, die einen Betrag und eine Richtung haben. Ganz wichtig ist, dass, also Sie können dann Vektoren darstellen in einem Koordinatensystem und wenn Sie den Vektor sozusagen im Ursprung starten lassen, dann sagt man, dieser Vektor ist der Ortsvektor von dem Punkt, dort wo er hinzeigt, nennen wir diesen Vektor R. Und dieser Vektor, der hat zwei Komponenten, x und y. Der ist vollständig beschrieben, dadurch, dass ich angebe, wie weit ist dieser Punkt auf der y-Achse, das ist der y, die y-Komponente des Vektors, und wie weit komme ich hier auf der x-Achse, das ist die x-Komponente des Vektors. In zwei Dimensionen wird das so ausschauen, in drei Dimensionen habe ich eine x, eine y und eine z und eine z-Komponente. Diese drei Zahlen sind genug, um den Vektor zu beschreiben. Der Betrag des Vektors, den schreibe ich oft so mit senkrechten Strichen, der Betrag des Vektors, wenn ich ihn in diesen Koordinaten darstelle, das sind sogenannte kartesische Koordinaten, benannt nach René Descartes. Der Betrag von diesem Vektor dargestellt in kartesischen Koordinaten ist einfach die Wurzel aus den Quadraten der Komponenten in x, y und z Richtung oder in zwei Dimensionen in x und y Richtung. Das ist einfach die Länge des Vektors. Das ist nichts anderes als die Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes, um aus diesen Komponenten die Länge des Vektors zu bestimmen. Wichtige Vektoren sind noch, die ich erwähnen möchte, sind der Nullvektor. Der Nullvektor ist ein bisschen eine Ausnahme jetzt von der Definition eines Vektors als einer Größe mit einem Betrag und einer Richtung. Der Nullvektor hat nämlich
einen Betrag, der ist 0, aber Richtung können wir dem Nullvektor keine zuordnen. In Ihrer linearen Algebra-Vorlesung werden Sie auch Vektoren nicht als Größen mit einem Betrag und mit einer Richtung definieren, sondern einfach als Elemente eines Vektorraumes, der gewisse Eigenschaften besitzt. Ganz abstrakt. Trotzdem ist es ganz nützlich, wenn Sie im Hinterkopf sozusagen diesen Pfeil haben. Und in der Physik ist es auch so, dass diese Vektoren meistens mit wenigen Ausnahmen auch Größen sind mit einem Betrag und mit einer Richtung, die Sie sich auch anschaulich so vorstellen können. Wenn wir dann mit höheren dimensionalen Räumen hantieren, ist es mit der Vorstellung dann ein bisschen schwierig. Wir sind ja nicht auf 3 Dimensionen beschränkt. In der statistischen Physik zum Beispiel rechnen wir in Räumen, die vielleicht 10.000 Dimensionen haben oder 10 hoch 23 dimensional sind. Das ist alles okay, aber mit der Vorstellung tut man sich dann schwer. So. Gut, ein anderer wichtiger Vektor ist der Einheitsvektor. Ein Einheitsvektor kann verschiedene Richtungen haben. Das ist einfach ein Vektor, der die Länge 1 hat. Und für den Einheitsvektor benutzen wir oft den Buchstaben E. Jeder Vektor, der die Länge 1 hat, ist ein Einheitsvektor. Wichtig ist es auch, dass Ihnen klar ist, dass der Betrag und die Richtung eines Vektors den Vektor vollständig definiert. Wo ich ihn hinzeichne, spielt keine Rolle. Das ist alles der gleiche Vektor. Ja. Gleiche Länge ungefähr und gleiche Richtung ungefähr. Also wenn zwei Vektoren die gleiche Richtung und die gleiche Länge haben, dann sind das die gleichen Vektoren. Dann ist das ein Vektor. Das sind nicht zwei verschiedene, ja? Gehen wir doch die Antwort zum Koordinatensystem ist, dass es schon einen Unterschied macht, wo sie liegen, weil sonst gibt es Parallelvektoren, die was gleich groß sind, aber an verschiedenen Koordinaten liegen. Wenn Sie sich überlegen, was den Vektor jetzt definiert, R oder in Komponentenschreibweise, X und Y, ja, dann ist das X und das Y, und das ist für die beiden Vektoren genau gleich. Jetzt können Sie das natürlich irgendwie als Verschiebungsvektor auffassen, als Differenz zwischen diesen beiden Punkten, aber der Vektor selber, der ist gleich. Er hat die gleichen Komponenten. Wenn ich Nullpunkt festlege, wäre die X- und Y-Koordinaten gleich. Aber was zählt, ist die Differenz zwischen diesen beiden Punkten. Es ist nicht der Ortsvektor, wenn Sie wollen, von dem Punkt da oben. Stimmt. Aber dafür brauche ich zusätzliche Informationen. Wenn ich nur die Länge und die Richtung des Vektors anschaue, dann spielt es keine Rolle, wo ich ihn dranhänge. Das ist sozusagen eine zusätzliche Information. Wir haben schon jetzt, gibt es eine Frage? Wenn Sie die zusammenzählen, dann würde das herauskommen. Wir werden uns gleich mit der Vektoraddition beschäftigen. Aber davor möchte ich noch über Polarkoordinaten sprechen und dann auch noch über Zylinder- und Kugelkoordinaten. Ich meine, kartesische Koordinaten sind sehr praktisch, werden auch viel verwendet, aber in manchen Fällen ist es zweckmäßiger, wenn Sie Polarkoordinaten verwenden. Die Polarkoordinaten enthalten die dieselbe Information wie kartesische Koordinaten, nur in einer anderen Weise dargestellt. Also im Allgemeinen kann man Folgendes sagen. Sie können in der Physik beliebige Koordinatensysteme verwenden. Wir müssen nur sicherstellen, dass das Koordinatensystem wirklich erlaubt, die gesamte Information darzustellen. Ob Sie dann ein Problem leicht lösen können,
hängt davon ab, ob Sie das richtige Koordinaten- oder ein passendes Koordinatensystem gewählt haben. Ja, das ist Ihnen überlassen. Sie haben ein Problem, das Sie lösen wollen. Wenn Sie ein Koordinatensystem wählen, das die Symmetrie des Problems schon automatisch inkludiert, dann wird es leicht sein, das Problem zu lösen. Wenn Sie ein Koordinatensystem verwenden, wo die Symmetrie des Problems irgendwie nicht so leicht kompatibel ist mit dem Koordinatensystem, das Sie verwenden, dann werden Sie ein Problem haben. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Also Polarkoordinaten, ich zeichne Ihnen wieder die kartesischen Koordinaten hin und einen Ortsvektor in kartesischen Koordinaten nennen wir ein R. R mit den Komponenten x und y. So, das sind jetzt die kartesischen Koordinaten von diesem Vektor. X-Achse, Y-Achse. Jetzt anstatt die X-Komponente und die Y-Komponente für diesen Vektor anzugeben, kann ich auch stattdessen den Winkel, den der Vektor mit der X-Achse einschließt, angeben und ich nenne ihn Phi, das ist das kleine griechische Phi, und diese Länge. R, und der R ist einfach definiert hier als der Betrag des Vektors R. Wenn ich diesen Winkel und diese Länge angebe, dann weiß ich auch, wo sich dieser Punkt befindet. Nicht? Ich zeichne einfach eine Gerade, mit der x-Achse den Winkel Phi einschließt, und dann gehe ich ein Stück der Länge R vom Ursprung weg dieser Geraden entlang. Das bringt mich genau zu diesem Punkt. Also ob ich jetzt x und y angebe oder r und phi, das ist dasselbe. Das enthält dieselbe Information. Und weil es dieselbe Information enthält, sollte ich auch in der Lage sein, zwischen diesen beiden Koordinatensystemen hin und her zu wechseln. Und das kann ich ganz leicht tun. Stellen Sie sich vor, r und phi ist gegeben. Dann muss ich in der Lage sein, anzugeben, was x und y sind. Ich gehe jetzt von Polarkoordinaten zu kartesischen Koordinaten. Das x ist dieses Stück hier und das ist r mal dem Cosinus von phi. Also jetzt wenden wir die Trigonometrie an, die wir davor gerade gelernt haben, die wir gestern gelernt haben. Wenn das der Winkel phi ist und das die Länge r hat, dann ist dieser Abschnitt hier, die Projektion auf die x-Achse, da ist ein rechter Winkel, dann ist das hier, dieses Stück hier, das ist r mal Cosinus phi. Was ist dieses Stück hier? Das ist r mal Sinus phi. Also weiß ich schon, was mein y-Wert ist. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sind von Polarkoordinaten, phi und r, übergegangen zu kartesischen Koordinaten, x und y. Wir haben eine Transformation durchgeführt von Polarkoordinaten nach kartesische Koordinaten. Wir haben die Polarkoordinaten ersetzt. Wir können jetzt die Polarkoordinaten ersetzen durch die kartesischen Koordinaten. Wie geht es in die andere Richtung? Wenn ich x und y habe, wie kann ich daraus r und phi berechnen? Das r ist ganz einfach. Die Länge dieses Vektors hier ergibt sich auch aus dem pythagoreischen Lehrsatz x² plus y². Das ist einfach dieser Abschnitt zum Quadrat plus diesen Abschnitt zum Quadrat und die Wurzel daraus. Und beim Phi nutzen wir aus, dass der Tangens von Phi ist gleich y durch x. Und das drehen wir jetzt einfach um. Der Arcus-Tangens ist ja die Umkehrfunktion vom Tangens. Zack. So. Diese beiden Gleichungen bringen uns von kartesischen zu Polarkoordinaten. Mit diesen Gleichungen hier können wir beliebig wechseln zwischen kartesischen und Polarkoordinaten. Das will ich Ihnen ein Beispiel zeigen, wo es zweckmäßig ist, Polarkoordinaten anzuwenden. Wir können übrigens auch Funktionen mit Hilfe von Polarkoordinaten angeben. Ja, wir können sagen, für jedes Phi
Ich betrachte jetzt den Winkel phi als das Argument, sage ich, wie weit der Abstand vom Ursprung ist. Zum Beispiel eine Funktion in Polarkoordinaten dargestellt ist die sogenannte archimedische Spirale. A mal phi. Da sage ich, der Abstand vom Ursprung für einen bestimmten Winkel phi ist proportional zum Winkel phi. Wie schaut diese Funktion aus? Wenn ich sie zeichne, jetzt zeichne in kartesischen Koordinaten, dann ist es eine Spirale, die sowas macht. Also der Abstand sollte immer gleich sein. Das ist die sogenannte archimedische Spirale. Sie sehen, wir können auch Funktionen mit Hilfe von Polarkoordinaten ausdrücken. Aber was ich Ihnen noch zeigen wollte, ist, dass die Polarkoordinaten ein Anwendungsbeispiel für Polarkoordinaten, wo sich zeigt, wie praktisch sie sein können, ist die Kreisbewegung. Stellen Sie sich folgende Bewegung vor. Stellen Sie sich einen Punkt vor in zwei Dimensionen. Und dieser Punkt, der bewegt sich auf einem Kreis. Ich zeichne das in kartesischen Koordinaten. Dieser Punkt bewegt sich auf einem Kreis. Und dieser Kreis hat den Radius r. Hier habe ich den Winkel phi. Und Sie haben hier diesen Punkt auf einem Rad zum Beispiel. Und dieses Rad hier dreht sich. Wenn sich dieses Rad hier dreht, dann bewegt sich der Punkt hier in diese Richtung weiter. Wie kann ich die Bewegung des Punktes beschreiben? Die Bewegung des Punktes kann ich beschreiben, wenn ich sage, wo der Punkt zu jedem Zeitpunkt t ist. Also ganz allgemein kann ich r als Funktion von d betrachten. In kartesischen Koordinaten ausgedrückt möchte ich gern wissen, was passiert mit x und was passiert mit y, wenn die Zeit fortschreitet. Wenn Sie das haben, dann ist es eine vollständige Beschreibung der Bewegung dieses Punktes. Der Punkt wird eine Kreisbewegung vollführen, ein anderer Punkt macht vielleicht sowas. Ja? Und wenn ich zu jedem Zeitpunkt sagen kann, wo der Punkt ist, also das ist zum Beispiel das r von d, das hier ist das r von d' zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich das für jeden Punkt sagen kann, dann habe ich eine vollständige Beschreibung der Bewegung. Wir wollen uns jetzt auf die Kreisbewegung konzentrieren, und zwar einer gleichförmigen Kreisbewegung. Und gleichförmig heißt, dass die Geschwindigkeit dieses Rades sich nicht ändert, diese Drehbewegung gleichförmig ist. Was passiert denn mit dem Winkel phi? Der Winkel phi, der wächst mit der Zeit an. Und wenn die Bewegung gleichförmig ist, dann wächst der Winkel phi proportional zur Zeit an. Wenn ich doppelt so lang warte, ist der Winkel doppelt so weit weitergekommen. Diese Proportionalitätskonstante zwischen der Zeit und dem Winkel, die nenne ich Omega, das ist sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Und die ist hier konstant. Ja, das macht die gleichförmige Kreisbewegung aus. Dass der Winkel sich mit der Zeit linear ändert. Das ist eine gleichförmige Kreisbewegung. Der Radius hingegen, der ändert sich nicht. Ich schreibe das jetzt einmal so hin. Der Radius bleibt konstant. Ja. Der Radius hier ändert sich ja nicht. Der bleibt immer gleich, nur der Winkel ändert sich. Das ist ja die Bedingung für eine Kreisbewegung, dass der Abstand zum Ursprung überall dasselbe ist. Wenn das ein Rad ist und Sie zeichnen einen Punkt auf dieses Rad und das Rad dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, dann passiert mit dem Winkel das und mit dem Radius das. So. Was passiert denn jetzt mit x und y? Um herauszufinden, was mit x und y passiert, verwenden wir diese beiden Transformationsformeln, die mir sagen, was x und was y ist, wenn ich weiß, was phi und was r ist. Also wenden wir das einfach an. Das ist r mal dem Cosinus von Omega t
Und y, das ist r mal dem Sinus von Omega t. Sie sehen hier, wenn ich das in kartesischen Koordinaten darstelle, dann brauche ich komplizierte Winkelfunktionen, um die Zeitabhängigkeit der Bewegung darzustellen. In Polarkoordinaten hingegen nicht. Da gibt es eine ganz einfache Beziehung. R ist konstant und phi ändert sich proportional zur Zeit. Ja, bitte. Nein, ich meine, was hindert Sie daran, Winkel zu betrachten, die größer sind als 2π? Ja, es stimmt, dass dann die Bewegung in x und y periodisch ist, ja, wegen der Kosinus- und Sinusfunktion. Das bringt mich schon zum selben Punkt wieder zurück. Aber ich kann ja sagen, das ist ein Winkel 2π, 4π, 6π und so weiter. Ja. Gut. Ja. Ja, das gibt's und das wollen wir als nächstes betrachten. Also für höhere Dimensionen gibt es was Analoges, das nennt sich Zylinderkoordinaten oder dann gibt es auch noch Kugelkoordinaten. Die Kugelkoordinaten sind das Analogon zu den Polarkoordinaten. Die sind auch sehr wichtig, weil sie vor allem dann, wenn Sie Probleme haben, die wo Sie wissen, aha, das hat Kugelsymmetrie, dann sollten Sie Kugelkoordinaten anwenden, dann vereinfacht sich das Problem oft ganz beträchtlich. Jetzt, das klingt jetzt etwas abstrakt, aber wenn Sie sich dann mit den Übungsbeispielen auseinandersetzen, hier und in anderen Lehrveranstaltungen, dann werden Sie sehen, was ich meine und dass es eine große Rolle spielt, das richtige Koordinatensystem zu erwischen, zu verwenden. Zylinderkoordinaten. Zylinderkoordinaten, die leben in drei Dimensionen. In drei Dimensionen möchte ich ja auch in der Lage sein, hier habe ich die x-Achse, die y-Achse und die z-Achse. Auch in drei Dimensionen möchte ich in der Lage sein, die Koordinaten eines Punktes anzugeben mit Hilfe von Winkeln und Abständen. Ich kann natürlich sagen, okay, mein Vektor r, das ist mein Vektor r, der hat die Koordinaten x, y und z. Und damit ist dieser Punkt hier vollkommen festgelegt. Der Vektor ist vollkommen festgelegt, also der Abstand vom Ursprung zu diesem Punkt. Was ich jetzt alternativ dazu machen kann, ist Folgendes zu sagen. Ich projiziere einmal den Punkt hier runter in die XY-Ebene. Gut. Dann ist das die X-Koordinate, das ist die Y-Koordinate und das hier, wenn Sie wollen, das ist die Z-Koordinate. Ja, das ist dasselbe. So, diese drei Zahlen sagen mir, wo der Vektor ist. Jetzt kann ich aber hergehen und sagen, okay, ich will nicht x und y betrachten, ich betrachte die Länge dieses Vektors hier, der Projektion in die xy-Ebene, also diese Länge hier. Diese Länge nenne ich Rho. Und diesen Winkel zwischen dieser Linie hier und der x-Achse. In der z-Richtung betrachte ich einfach die Koordinate z weiter. So, wir schauen dann die Transformationsgleichungen. Das sind die sogenannten Zylinderkoordinaten. Also die Koordinaten Rho und Phi und z, das sind die Zylinderkoordinaten. Wie komme ich denn von den Zylinderkoordinaten zurück zu den kartesischen Koordinaten. X ist gleich Rho mal dem, das, also was ich da tue eigentlich ist, in der XY-Ebene benutze ich Polarkoordinaten und senkrecht dazu benutze ich kartesische Koordinaten. So, Zylinderkoordinaten sind so eine Mischung zwischen Polarkoordinaten und kartesischen Koordinaten.
das ist Rho mal dem Cosinus von Phi. Y, das ist Rho mal dem Sinus von Phi. Und Z ist einfach Z. Okay? Sie sehen, das hier sind die beiden Gleichungen für die Polarkoordinaten und Z bleibt Z. In die andere Richtung muss ich natürlich auch gehen können. Rho ist x Quadrat, Wurzel aus x Quadrat plus y Quadrat. Phi ist der Arcus Tangens von y durch x. Und z ist z. Also Sie benutzen für die xy-Ebene Polarkoordinaten, aber für die Richtung senkrecht dazu benutzen Sie nach wie vor die kartesische Komponente, also z. Das sind Zylinderkoordinaten. Ein bisschen, und warum tun wir uns das eigentlich an? Für Probleme, die irgendwie Zylindersymmetrie haben. Zum Beispiel, das elektrische oder magnetische, das magnetische Feld rund um einen stromdurchflossenen Draht, das ist ein Problem mit Zylindersymmetrie, nicht? Weil es nur auf den Abstand vom Draht drauf ankommt. Ja, nicht von der Z-Komponente. Und wenn Sie dann Zylinderkoordinaten verwenden, um Probleme dieser Art zu behandeln, dann werden die Probleme auf einmal einfacher. Wenn Sie hingegen mit kugelsymmetrischen Problemen zu tun haben, dann empfiehlt es sich, Kugelkoordinaten zu verwenden. Und das erlauben Sie mir noch kurz Ihnen zu erklären. In den letzten 5 Minuten, wir befinden uns wieder in 3 Dimensionen, x, y und z. Das sind jetzt die kartesischen Koordinaten. Wir betrachten einen Vektor, den nennen wir r. Und diesen Vektor, den können wir beschreiben durch die Zahlen x, y, z. Ich zeichne es wieder ein. Das ist die Projektion in die XY-Ebene. Ein bisschen schwierig zu zeichnen hier. So. Also das ist der Abschnitt in Z-Richtung, das ist der Abschnitt in Y-Richtung, das ist der Abschnitt in X-Richtung. Und jetzt möchte ich diesen Vektor beschreiben durch eine andere Kombination von 3 Zahlen, nämlich durch eine Länge und 2 Winkel. Bei den Polarkoordinaten hatten wir 2 Längen, Rho und Z, und einen Winkel. Bei den Kugelkoordinaten haben wir 2 Winkel und 1 Länge. Und zwar welche Winkel? Erstens den Winkel hier, den wir schon persönlich kennen. Das ist der Winkel Phi. Die Länge, die wir betrachten, ist der Betrag des Vektors. Ja. So. Also diese Länge hier, schreibe es da R hin. Und der zweite Winkel, den wir benutzen, ist der Winkel Theta. Den Buchstaben Theta, den kennen wir auch schon. Also diese 3 Zahlen, die Länge des Vektors, der Winkel Phi und der Winkel Theta, das sind die Kugelkoordinaten von diesem Punkt. Wenn ich diese 2 Winkel kenne und den Abstand, dann weiß ich, wo der Punkt ist. Wenn Sie so wollen, diese beiden Winkel beschreiben die Position eines Punktes auf einer Kugeloberfläche. Ja, die sind so ähnlich, nicht identisch, aber so ähnlich wie die geografische Länge und die geografische Breite. Wenn ich Ihnen sage, was ist die geografische Länge und die geografische Breite, dann können Sie den Punkt finden. Mit Ihrem GPS können Sie direkt dorthin gehen. Wenn ich Ihnen dann auch noch sage, wie weit ist der Punkt vom Erdmittelpunkt entfernt, dann können Sie genau den Punkt im dreidimensionalen Raum finden. Also diese 3 Zahlen hier, die sagen mir genau, wo sich ein bestimmter Punkt befindet. Das Phi, das ist so etwas Ähnliches wie die geografische Länge, und
Das Theta ist so etwas wie die geografische Breite, nur ist es ein bisschen anders definiert, weil am Nordpol hier ist das Theta 0 und das Theta geht dann von, kann Werte annehmen zwischen 0, da zeigt es ganz nach oben, oder Pi. Das Phi hingegen kann Werte annehmen zwischen 0 und 2Pi. Hier auch dieses Phi kann Werte annehmen zwischen 0 und 2Pi, genau wie, so, wie das Phi von den Polarkoordinaten in der Ebene. Also diese drei Zahlen beinhalten dieselbe Information wie diese drei Zahlen. Das sind die kartesischen Koordinaten, das sind die Kugelkoordinaten. So, wie rechne ich jetzt um zwischen den einzelnen Koordinaten? Angenommen, ich kenne das R, das Phi und das Theta. Wie kann ich das X, Y und Z ausrechnen? Das X ist, ist diese Länge mal dem Cosinus vom Winkel. Aber diese Länge ist der Sinus von Theta, also ist mal R. Also ist X R mal Sinus von Theta mal dem Cosinus von Phi. Das Y ist das R mal Sinus von Theta, also diese Länge, wenn Sie wollen, nennen wir sie. Das ist R mal Sinus Theta. Ja, ist klar, weil das ist diese Länge mal dem Sinus dieses Winkels, das ergibt mir das, und das ist ja dasselbe wie diese Länge hier. Wenn ich diese Länge noch mit dem Cosinus multipliziere, dann kriege ich diese Länge. Weil das soll ein Dreieck sein mit einem rechten Winkel hier. Genauso wie der Winkel hier oben ein rechter Winkel sein soll. Für die Y-Koordinate muss ich das aber mit dem Sinus von Phi multiplizieren. Und das Z ist dann einfach das R mal dem Cosinus von Theta. Sie sehen, wenn ich Phi, Theta und R kenne, dann kann ich X, Y und Z mit Hilfe dieser Formel, die die Winkelfunktionen von Theta und Phi enthalten, ganz leicht ausrechnen. Wie geht es in die andere Richtung? Ja, das R ist ganz einfach, nicht? Das R ist einfach die Länge des Vektors, der Betrag, und der Betrag des Vektors in kartesischen Koordinaten ist die Wurzel aus der Summe der Komponenten zum Quadrat. Wie ist es mit Phi? Phi ist ja auch ein alter Bekannter. Da wissen wir schon, wie das geht. Das ist der Arcus-Tangens von Y durch X. So, und was können wir jetzt mit dem Theta machen? Das Theta könnten wir auffassen als wenn wir den Arcus Cosinus wählen von Arcus Cosinus von Z durch den Betrag X plus Y Quadrat plus Z Quadrat, dann müsste das gehen. Sie können es natürlich auch anders machen, wenn Sie den Arcus Sinus verwenden, dann müssten Sie hier sich das anschauen. Also, Sie sehen, kann wieder beide Richtungen mir anschauen, von Kugelkoordinaten zu kartesischen Koordinaten und von kartesischen Koordinaten dann zu Kugelkoordinaten. Und morgen werden wir uns anschauen, wie wir mit Vektoren rechnen, wie wir sie multiplizieren können, addieren und so weiter und so fort. Und für heute ist genug.